So, liebes Schanze TV-Publikum, wir befinden uns nun im Backstage-Bereich der Winterbeats 2010 und bei uns ist Mike Novani. Mike, wie gefällt es dir auf der Winterbeats 2010? Jetzt kann ich mit Ja oder Nein antworten. Ich mache es dir einfach. Mir gefällt es sehr gut, vor allem deswegen, weil alles voll ist, die Leute feiern, haben Spaß und dann haben wir des Jockeys auch Spaß. Das stimmt. Würdest du auf die nächste Winterbeats oder ist wieder eine geplant? Weißt du da irgendwas? Da muss ein Daniel Mellige vom Megazin fragen. Der weiß es, weil der ist auch der Veranstalter. Wir von Galaxy sind quasi nur Werbeträger. Das heißt, wir tragen diese Veranstaltung nach außen. Ich weiß nicht, ob er es geplant hat, aber nach dem Erfolg von heute könnte ich mir vorstellen, dass er es wieder macht. Wärst du wieder mit dabei? Musst auch den Daniel fragen. Wie hat es denn auf der Winterbeats 2010 gefallen? Ich muss sagen, ich dachte, ich komme nach Ingolstadt ins Audidorf, auf ein Dorf, kleines Dorf. Und ehrlich gesagt, dieses Dorf Ingolstadt feiert mehr als viele Großstädte, die ich erlebt habe. Also richtig hier, hey, Party geht ab. Das heißt, ein Wiederkommen ist auf alle Fälle? Also Wiederkommen sehr gerne. Ja, auch bitte, bitte, ich möchte wiederkommen. Es war so schön. Und es Dankeschön. War schlimm. Es war wirklich schlimm, dass ich jetzt gerade dem anderen DJ das Pult überlassen musste und es hat mir in der Seele wehgetan. Ich hätte so gerne weitergespielt.